Es ist Steam Next Fest gewesen und ich habe in dieser Zeit 10 Demos getestet, um zu gucken, welche Cozy Games uns ja in den Bann reißen. Und damit servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Wir testen heute Garden Life aus. Das ist ein Cozy Simulator, wo wir unseren eigenen Garten erschaffen. Und ich liebe Pflanzen, ich liebe die Natur, ich liebe Simulationsspiele, ich liebe es cozy. Also wenn das nicht das perfekte Game ist, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin so gespannt auf eure Meinung. Wir testen das Ganze jetzt eine halbe Stunde lang an und die Charaktere, die sehen auch richtig süß aus, wenn ihr das sehen könnt. Also ich bin richtig begeistert, jetzt schon von diesem Screen hier. Mal gucken, ob mich das Game auch weiterhin so begeistert oder ob es mich eher enttäuscht. Wir werden sehen, das Ganze ist eine Demo, das heißt, es können noch Bugs aufkommen. Das können wir nicht verhindern, das ist aber vollkommen okay. Dafür gibt es ja Demos. Und ja, wir gehen rein in dieses Spiel. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Game und lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir legen jetzt los mit Garden Lives. Viel Spaß! Ich sehe da auch schon eine kleine Katze. Ich bin so gespannt, wie es im Game wird. Wir starten jetzt. Slot 1. Story-Modus. Garden Life. The garden is where you will spend most of your time. Explore it. Oh ja. Oh. Oh. Oh, hallo Jasmin. Hallöchen. Hey, I'm Jasmin. It's so great to finally meet you. Thanks a bunch for stepping up and volunteering. This garden really means a lot to us. Okay, wir sind freiwillig hier und helfen, den Garten hier auszuschmücken. Und Jasmin freut sich, dass wir da sind, okay? Feel free to have a look around. The garden's not going anywhere. Wir sollen uns rumschauen, weil der Garten, ja, ist eh da und läuft uns nicht weg. Okay, wow, okay. Ah, möglicherweise holen wir uns jetzt Inspirationen für unseren Garten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wow, also dieser Baum direkt mal hier in der Mitte und diese Glashäuser. Och Mann, ich bin schon in London und Schottland gewesen, Leute. Und es ist einfach so ein Traum dort. Ich besuche jeden botanischen Garten, den es dort gibt, weil es einfach der Traum ist da oben. Es sieht alles so schön aus und die können das einfach. Auch die Architektur passt da so gut rein. Guckt euch dieses Glashaus an. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. The board is empty. Check back later. Okay, wir sollen später vorbeischauen beim Board. Open Dropbox, okay. No active requests. Ah, wir können hier Quests annehmen. Okay. Oh. Ah, das sieht aber schon ein bisschen verwüstet aus. So ein bisschen zumindest. As you can see, you've got your work cut out for you. I want to come by myself, but I've just been so busy. Okay, also wir sehen unsere Arbeit schon hier. Wir müssen wahrscheinlich den Garten hier für sie ein bisschen aufräumen. Und sie hat uns angeheuert, denke ich mal. Sie ist Fotografin, sie hat eine Kamera in der Hand. Leider könnt ihr das gerade nicht sehen. Da ist die Kamera. Ich switch mich mal kurz auf die andere Seite, damit ich Jasmin nicht so verdecke. Und schon bin ich auf der anderen Seite und jetzt könnt ihr Jasmin betrachten. Sie sieht sehr süß aus, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Also die Charaktergestaltung ist sehr niedlich. Okay, sie war zu beschäftigt, sie konnte sich nicht um den Garten kümmern. But now you're here and you can look after the garden properly. And I reckon you're going to do great. Okay, also wir sind jetzt da, wir können uns um den Garten kümmern. Und sie ist es sicher, dass wir das gut machen werden. Okay, wir können hier auch schon pick-upen. The best starting point is probably the weeds, also das Unkraut. You can rip them straight out of the ground. Ich soll die einfach ausreißen. Ich soll Unkraut ausreißen, mit dem soll ich anfangen. A few weeds in the garden might keep pests away from your plants, but too many and all they will do is steal water. Okay, ein paar ist gut, weil die halten uns so ein bisschen die Schädlinge vom Hals, aber zu viele stehlen einfach den anderen Pflanzen Wasser, weil, wie wir wissen, Unkraut ist meistens genau das, was sehr, sehr schnell wächst und ja, in der Wasseraufnahme, Nährstoffaufnahme einfach sehr, sehr schnell ist und dadurch sehr, sehr schnell wächst und dadurch fehlen dann wahrscheinlich den langsamen Pflanzen, die man ja eigentlich haben will, wie zum Beispiel Rosen, den fehlt dann das Ganze und ja, deswegen ist es Unkraut, falls ihr das nicht wusstet. Aber manchmal ist Unkraut auch schön. Also es gibt auch Unkrautpflanzen, die wirklich schön sind und die einem den Garten ein bisschen erleichtern. Das möchte ich schon sagen. So, it's a fine balance, always something to keep you on your toes. Ja, da haben wir immer was zu tun. Die Arbeit hört nie auf. Wenn man einen eigenen Garten hat, es ist halt wirklich so. Okay, wir sammeln jetzt hier Unkraut auf.
Und wisst ihr was? Es ist so cozy. Es gefällt mir jetzt schon richtig gut. Die Musik auch so beruhigend. Animation ist auch voll gut. Also das gefällt mir auch. So ein bisschen pixelig mit dem Schatten. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Stil. Kann ich mir vorstellen. Oder ist es nur, weil es eine Demo ist? Garden Life soll ja, glaube ich, nächstes Jahr rauskommen. Guckt euch die Rosen an. Das meinte ich. Die Rosen sind hier voll verkommen. Voll schade. Was ist das? Oh, I see you've brought a Rucksack. Manchmal haben sich die deutschen Wörter einfach durchgesetzt. With you too. Smart. So wie Kindergarten. Sie sagen ja Kindergarten. Im Englischen, das finde ich auch richtig sweet. Rucksack with you too. Smart. I don't think I've ever saw Robin without theirs. Okay, ja, also wir haben einen Rucksack mitgenommen und mitgebracht. Und sie hat Robin auch nie mit ohne einen gesehen. They're great for just throwing anything. Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Ich habe leider zu schnell Space gedrückt. Ah, okay. Oh, ich habe schon richtig viel Unkraut gesammelt. Kann ich das auch pick-uppen? Nee. Okay. Da komme ich nicht rüber. Ich habe aber auch nicht wirklich... hier, Tab. Da ist mein Rucksack. Ach, süß. Oh, süß. Kann ich das einfach hier reinpacken, oder was? Ah ja, tatsächlich. Naja, müsste ich jetzt nicht, aber alles gut. The compost bin is a great way to make weeds, leaf piles and plant cutting more useful. Okay, also wir werden unseren ganzen Abfall dort im Komposter hauen, damit wir Dünger bekommen oder neue Erde. Leave them in here long enough and they will turn into compost. You can feed to your plants. Genau, Kompost erhalten wir daraus. That will make the plants grow faster, which basically means a quick way to prettier garden. Ja, wir wollen einen schönen Garten, der schnell wächst. Das ist eigentlich der Wunsch von allen. Aber... das Hobby braucht auch Zeit und Geduld. Aber es wird sich lohnen, Leute. Wir haben auch einen großen Garten draußen, einen riesengroßen Garten. Und es ist einfach herrlich. So. Da haben wir noch ein bisschen was. Ich soll den Kompost mir angucken. Okay, das ist er. Ich habe noch nie so einen schönen Komposter gesehen. Also, jetzt mal ehrlich. Habt ihr schon mal so einen schönen Komposter gesehen? Ich nicht. Okay, da kann ich das zum Rucksack auch reinpacken. Gut. Oh, ist da jetzt Steam? Kommt da Rauch raus? Ja, und Fliegen. Okay, last bit of cleanup. Here's a shovel to get rid of all the dead plants. Okay, sie gibt mir eine Schaufel, damit ich die toten Rosen ausgrabe. It's a shame. None of the plants made it, but their seeds should still be salvageable. Ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht, Leute. Aber auf jeden Fall kann man die Samen der Pflanzen noch verwenden und wahrscheinlich wieder einpflanzen, damit eine neue Pflanze draus wächst. Aber die Pflanzen sind leider kaputt und ich muss die entfernen. Es tut mir leid, meine lieben Rosen. Ihr seid eingetrocknet, euch hat niemand Wasser gegeben. I'm very sorry. Naja, dafür werden wir hier ein neues Leben reinstecken, da bin ich mir sicher. Der Baum ist so schön. Das ist die Katze oben. Guck mal. Oh, süß. Ich hoffe, die kommt da wieder runter. Soll ich dir helfen? Katzi, Katzi? Oh, cute. Da, das nehmen wir weg. Das. Die Schaufel ist ja auch süß. So grün. Ich liebe grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Das ist immer so doof, weil ich in den Videos, ich habe sehr viele grüne Klamotten, aber ich kann in den Videos keine grünen Klamotten anziehen, weil ich ja den Greenscreen habe und sonst wäre ich hier unsichtbar. Ich habe mich auch extra vor dem Video umziehen müssen, weil ich hatte heute wieder ein grünes Shirt an und jetzt muss ich mich umziehen, damit ich überhaupt aufnehmen kann, damit ihr hier meinen Körper wenigstens vernehmen könnt. Gott, das ist aber tatsächlich so. Aber in Streams, da seht ihr das. Da kann ich dann, da nehme ich den Greenscreen nicht, da kann ich dann grüne Sachen anziehen.
Also falls ihr auch mal bei den Streams dabei sein wollt, ich streame dreimal die Woche übrigens live auf Twitch, am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Guckt einfach mal in die Infobox, da findet ihr alles zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Gut, great work so far. I think there's enough room to start planting now. Ja, wir dürfen was pflanzen. Seeds need a little bit of room to be able to grow properly. Some more than others. Okay, ein paar Samen brauchen mehr Platz, um zu wachsen. Otherwise you can plant them anywhere. Okay, wir können es überall pflanzen. I've left Robin's plant book in the chat too. If you're ever unsure what a plant needs, you can probably find it there. Okay, danke schön, Jasmin. Ja, ich wollte da eh sowieso reingehen. Und wir gucken uns das jetzt an. Also, wow. Ich fühle mich wie in so einem kleinen Hexenhaus gerade. Es ist wirklich, wow. Oh, guck mal, diesen alten Schrank. Wow. Und das auch. Sind hier die Samen? Ja, Open Seed Storage. Guckt euch das mal an. Wartet, wir haben ja das. Red Rose. Aber ich will es ja eigentlich gar nicht storagen, oder? Ich will das ja pflanzen. Nee, ich nehme die wieder raus. Weil ich will die ja pflanzen. Oh, hallo. Oh, ich kann es streicheln. Oh. Und ich kann auch meine Schaufel hier wegstellen. Oh. 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 Meine Schaufel. Okay, ich mach's so. You're not ready to use this. Oh, kann ich hier Gestecke machen? Oder Blumensträuße? Und das Open Deco Storage. Und das ist Tool Storage. Okay, cool. Ich habe hier meinen Schrank für alles. Also, das ist einfach Tool Storage. Dieser schöne Schrank. Da kommt mein Werkzeug rein. Halleluja. So, aber wir brauchen jetzt mal das Buch. Oh, die Tasse, ja. Oh, ist das Oma oder die Frau halt einfach? Robin? Wahrscheinlich. Robin. Und da ist der Kalender mit Wetteranzeige. Ach. Heute ist sonnig. In 3 Tagen ist Regen. Okay, wie cool. Und es ist Frühling. Das sehen wir auch links. Das Blatt steht wahrscheinlich für Frühling. It's getting late. Oh, take the bus to wrap up for today. Okay, wartet mal kurz. Ich möchte noch mal kurz ins Buch hier schauen. Oh, Sonnenblume. Jasmin, I'm not sure there's anything Jasmin couldn't do if she put her mind to it. Okay, ja, sie ist schlau. Sie kommt mir auch sehr, sehr schlau vor. Aha, hier habe ich die Erklärung. Und ansonsten ist hier noch nichts. Okay. Nee. Aber ich weiß, wie man jetzt schon mal die Sunflowers pflanzt. Im Herbst nämlich. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Naja, aber wir sollten zum Bus gehen. Der Tag ist schon wieder rum. Wow, okay. Das ist einfach sehr, sehr hübsch. Ich lieb's. Ich lieb's jetzt schon sehr, sehr, sehr. Ach, was hier hängt. Guckt euch das mal an. Neugebauer Landscaping. For a new coat of paint. Ja. Vielleicht streichen wir unser kleines Häuschen, unseren kleinen Schuppen. So, immer schön über die Straße gucken. Ach, das Rad. Go to Village Square. Das hätte ich jetzt... Oh, nein! Oh my goodness, guckt euch... Okay, Leslie. Hallo, Leslie. Hi. Are you still here, dearie? You know, you really shouldn't work so hard. Du solltest nicht so hart arbeiten. It's time for me to close up shop for the day. You should think about going home too. We'll all still be here tomorrow. Wir werden alle morgen auch noch hier sein. Und sie schließt jetzt ihren Shop. Okay, aber ich will mich doch nur umgucken. Was ist das für eine farbenfrohe Stadt? Oh my goodness. It's so beautiful. Guckt euch... Oh, ich würde mich jetzt hier hinsetzen gerne mit der Switch oder mit einem Buch. Und da einfach einen Tee trinken und den Abend genießen, Leute. Wow! Oh mein Gott! Hallo, wer ist denn das alles? Katzen,
Das sind wahrscheinlich die Personen von ihr, also ihre Freunde und ihre Familie. Warum ist die Nadel in Josés Kopf? José, was hast du gemacht? Anscheinend nichts Gutes. Okay, the shop is closed for today. Come back tomorrow. Ja, aber ich will mich doch nur umgucken. Es ist so schön hier. Es gibt so viel zu entdecken. Wow. Okay, ja, wir gehen nach Hause. Wir gehen ja nach Hause. Okay, das Rad muss ich nehmen, um in die Stadt zu kommen. Aber jetzt muss ich heute mal nach Hause. Oh, das sieht ja cute aus. Und wir sind wieder da. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die ist ja auch hübsch. Okay, warum steht hier ein Moped? Kann ich mit dem Moped... Get Soda. Oh, ja, klar. Oha, Soda Can. Haha, Bloom Soda. Sehr gut. Die Ampel ist eh grün. Ich muss einfach go to the Village Square. Okay, ich kann mit dem Bus und mit dem Fahrrad fahren. Gut zu wissen. Okay, da geht's wieder zum Garten zurück. Ah, das sieht so aus, als würde das irgendwann mal aufgehen. Ich sehe dahinter was. Ich sehe da was. Go to the garden. Wieder mit dem Rad. Da habe ich mein Rad abgestellt. Okay, ich gehe mal zu ihr. Sie ist nicht da. Use Garden Shop. Doch, sie ist da. Ich kann hier Dinge... Free Paperboats Pond, the second of Decobertics Garden Ponds. Krass, wieso kriege ich das... Wieso kriege ich alles gratis? Wegen der Demo wahrscheinlich. Ich habe es gekauft. Den Frosch will ich auch. Wenn hier alles kostenlos ist, kaufe ich alles. Ich wäre ja blöd, wenn nicht. Was habe ich noch nicht? Das habe ich noch nicht. Was ist das? Stone Carving Slab? Okay, und die Gnome nehme ich auch noch. So, danke schön, Frau. Du machst halt kein... Wo ist sie eigentlich? Sie ist eigentlich nicht da. Der Frosch macht hier die Geschäfte. Also die Kröte. Ich kann was machen bei der Kröte? Nee. Aber hier ist Wedding... Wedding, not Wedding Donations. Boah, die Kasse einfach. Guckt euch die Kasse an. Oh my goodness. Oh, es ist so cute alles. Oh my God. Ey, wie oft habe ich heute schon oh mein Gott gesagt? Es tut mir leid, aber guckt es euch einfach an. Und dann bildet eure eigene Meinung, oder? Guckt euch mal die Häuser an, wie die gemalt sind mit lauter Blumen drauf. Okay, das wäre so meine Wunschstadt. Würde es so eine Stadt in echt geben, dann würde ich dahin ziehen. Guckt euch das an. Guckt euch einfach das an. Ich würd da sofort hingehen. Also, wer kommt mit, Leute? Wer kommt mit? Ich habe hier jetzt voll viel. Ich habe einfach einen Teich in der Hand. Place down. Ja, wo machen wir ein Teil hin? Ich mach mal hier. Nein, da ist Wasser. Hier. Okay, dann machen wir daneben den Frosch hin. So, dann machen wir hier hin. Und dann können wir das... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Hier? Geht das überhaupt? Ah. Oh. Nee. So nicht. Dann mache ich das hier hin. Naja. Wartet mal. Andere Richtung. So. Okay. Was habe ich noch mitgenommen? Das hat anscheinend alles nicht mehr reingepasst, oder? Nee, hier ist das. Oh, das brauche ich. So. Oh, süß. Und was ist das? Einfach so ein Stein, oder? Ja, die kann ich legen, um schöne Wege zu machen. Oh ja, da hole ich mir jetzt da noch welche.
So, da kann ich eine Pflanze hochwachsen lassen. Wir müssen jetzt eh eine pflanzen. So, machen wir gleich eine Pflanze hin. Hier eine rote Rose. Okay. Ist das jetzt gepflanzt? Machen wir hier auch noch eine hin. Aber ich glaube, ich muss ja noch was noch gießen und so. Wie geht denn das? Ich stelle mal hier mein Getränk ab. Neben der Katze. Wie kann ich ihn gießen? Ich habe keine Gießkanne. Oder steht hier wo eine? Nee. Equip Watering Can to Refill. Ja, ich habe aber noch keine. Die Steine kann ich wirklich aufheben und woanders hinstellen. Cool. Kann hier richtig, richtig alles umstellen, wie ich das möchte. Okay, ich habe ja noch diese Gartenzwerge. Ah ja, und das habe ich auch noch. Und den Topf mit dem Untertopf. Terracotta Plate. Genau. Stell ich mal hier. So, guckt euch das mal an. Hübsch, oder? Und davor den Gartenzwerg. Ja, gefällt mir. Ah, nee, anders. Andersrum. Ich weiß nicht, warum man das nicht... Man muss sich halt richtig hinstellen. Um es richtig zu platzieren anscheinend. Oder ich habe es einfach noch nicht rausgefunden. Ah, so. Ah, gedrückt halten. Okay. Gedrückt halten. Dann kann man es drehen. I see. Okay. Geht's hier nicht? Ah, so. Können wir auch noch was hochwachsen lassen. Okay. Ja, wie cool. Okay, die müssen wir auch noch pflanzen. Dann mache ich hier mal... zwei von denen hin. So. Ich müsste die halt irgendwie... Hier machen wir auch was hin. Müsste die irgendwie gießen. Irgendwo muss ich doch eine Watercan haben. Das packe ich mal in den Komposter. Oh, ich habe schon Dünger bekommen. Guck mal. Hier, Quick Seed Fertilizer. Und dann düngen wir mal. Let's go! Wie das gleich in der Kanne ankommt. Fertilize Plant. Sehr gut. Oh, beide sind gleich fertilized worden. Praktisch. So. Die kriegen auch noch was. Oh, jetzt ist eh schon alle. Ja. So. Alles alle. Aber ich brauche eine Gießkanne. Ah, da oben, wartet mal. Da oben, F. Nee. Komme ich denn da dran? Ah, den habe ich noch. Transfer Stack, Single Hold. Okay, Move Stack. Wie komme ich da oben dran? No active requests. Okay, ja. P, dann kann ich fotografieren. Oh. Wow. Ja. Und T ist die Zeit. Es ist schon wieder abends. Und F? F funktioniert irgendwie nicht. Ich habe wahrscheinlich noch keine Handschuhe. Plant 5 Roses. Achso, ich muss alles pflanzen. Okay, dann mache ich... Wo pflanze ich denn die Rosen noch hin? Ja, dann pflanze ich hier. Und hier eine. Und hier. Und das sollen wir auch noch pflanzen. Dann mache ich hier noch eine dritte hin. So. Fertig. Amazing. So, hier ist ihr Watering Can. Dankeschön. Every city plant will need some water to get it going. Then need watering regularly. Wir müssen alle Pflanzen auch gießen und natürlich auch regelmäßig. Underwatered plants will be brown, crispy and they will drop a bit too. And the ground
around them will be discolored. Okay, also wir sehen wirklich, wenn die Wasser brauchen, die werden dann knusprig, braun und sie droop. Also sie gucken traurig nach unten, so ja, wie halt Pflanzen gucken, wenn man sie vergisst zu gießen. Ja, ja, meine Pflanzen gucken mich auch schon an und ich soll sie auch gießen hier in dem Raum. And the ground around them will be discolored. Also wir sehen das auch am Boden. Okay, dann gießen wir mal fleißig. Ah, das sieht gut aus. Glaube ich. Es ist schon wieder zu spät, oh Mann. Aber ich will jetzt noch alles gießen. Ist aber schwierig. Also wir müssen da wirklich ein Auge dafür entwickeln. Ob das genug ist oder nicht. Okay, kann ich das hier auffüllen? Nee. No sprinkles. Hier? Okay. Cool animiert! Gefällt mir. Okay, gießen, gießen, gießen. Ich glaube, ich mach's richtig. I think so. Wir werden es morgen sehen. Hoffentlich ist da schon was passiert. Das machen alle, oder? Ich hoffe. Wir gehen nach Hause schon wieder. Ist grün? Ja. Oh, hallo. Ein Rotkehlchen. Hi. Na, wir brauchen ein Vogelhaus. Unbedingt. Ich will mir auch jetzt eins zulegen. Also in real life. Möchte ich auch auf dem Balkon eins haben. Ein Vogelhäuschen. Da ist es doch immer da. Hallo. Oh, Bücher. Wahrscheinlich zum Warten, damit ich hier lesen kann, während ich auf dem Bus warte. Süß. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Das ist schon fertig. Oh, wow, das sieht ja richtig cool aus mit dem Bogen hier. Und hier auch. Guckt euch das mal an. Wow. Wow. Das haben wir gut gemacht. Ey, das sieht richtig gut aus. To use water and can on unwatered plants. Okay. Oh, wir haben schon wieder hier Unkraut. Das geht natürlich nicht. So, das passt hier. Ich will die auch nicht überwässern. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Spiel geht, dass man überwässert. Ich habe Angst davor, weil wenn ich Pflanzen töte, dann ist es, weil ich sie überwässere. Ach so, die sind halt alle nicht underwatered, oder? Deswegen funktioniert das auch nicht. Denke ich. Nee, die sind alle bewässert. Denen geht's allen gut. Okay, dann muss ich einfach warten, bis sie underwatered sind. Mit den Fertilizern sind die einfach aus dem Boden gesprießt. Das ist ja krass. Ach so, ich pack das gleich mal wieder rein. So, und das können wir rausnehmen. Hier könnte ich das reinpacken. Okay. Gut zu wissen. Tutu! Süß! Vor allem auch die Spinnennetze sind die Traumfänger des Gartens, Leute. Spinnennetze sind die Traumfänger des Gartens. Das sind schöne Sachen. Okay, ah, hier kann ich das durchblättern. Wow! Guck mal, das sind her. Die haben wir schon, die Narzisse haben wir schon gepflanzt. Die sitzt, also die steht schon draußen. Und das ist die Rose. Okay, die kann man in jeder Jahreszeit pflanzen und vertreibt Moskitos. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Wir haben die rote schon gefunden, die anderen noch nicht, die anderen farbigen. Ich glaube, man kann die auch züchten im Game. Also, dass man... Oh! Der Kuckuck. Die Kuckucksuhr. Also, ich glaube, man kann die züchten. Dass es auch verschiedene, ja, verschiedene Farbzüchtungen gibt von den Blumen. Das sollte auch gehen. Was ich sehr cool finde. So. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Steine und lege da so einen Weg. Das fand ich cool. So. Ich will gar nicht aufhören zu spielen. Eigentlich habe ich ja gesagt, eine halbe Stunde, das wäre jetzt schon. Ja, aber wenn mich ein Game fesselt, ne? Dann spielt man gerne auch noch ein bisschen weiter. Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch den Weg. So, dann nehmen wir jetzt ein paar mit. Wie viel soll ich mitnehmen? 15? 20? Nehmt 20, das ist ja kostenlos. Aber... Ey, das könnte richtig gut werden hier mit dem Deko-Zeug. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich durch die Demo gratis, weil wir jetzt noch nichts verdienen können. Aber ich denke, dass da später weitaus mehr Variationen sind und das Glashaus, das man dann auch bepflanzen kann. Das stelle ich mir schon sehr cool vor. So. So Trittsteine machen wir da. Oh ja! Guck mal! Habe ich das nicht toll gemacht? Ja, hier habe ich die viel näher aneinander gesetzt. Mein innerer Monk. Guckt. Wow! Hübsch. Ich bin begeistert. Stell mir auch noch so ein Ding hin. Einfach, weil ich's kann. Und der steht da drunter. Ach, süß. Ist das nicht süß? Schon richtig klein. Garten gemacht. Die vertreiben hier Duft wahrscheinlich. Das sieht ganz so aus. Die sind jetzt nicht underwatered, oder? Nee. Nee. Ja, Leute. Wir haben einen kleinen Garten schon erschaffen. Meine Lieben, wir lassen es jetzt mal bei dem. Das war die Demo von Garden Life, a cozy garden simulator. Ich finde, es war wirklich sehr, sehr entspannend. Ich bin auch wirklich gespannt auf eure Meinung im Chat und ich würde gerne wissen, wo das noch hinführt. Vielleicht auf diesem Kanal, vielleicht aber auch im Stream auf Twitch. Also vielleicht wäre das auch ein Spiel eher für Twitch. Das wäre auch voll okay im Stream, wo wir gemeinsam Garten planen können. Wie cool ist das denn bitte? Also ich bin sehr begeistert. Mir hat die Demo sehr gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich, die zu lesen. Und wir sehen uns bei der nächsten Demo wieder. Ich habe euch alles unten in der Infobox verlinkt. Meine Socials, auch den Link zum Spiel, zur Demo, falls es noch erhältlich ist, weil manche Demos sind nach dem Steamfest wieder weg. Und ja, ich packe euch trotzdem alles rein. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.